Hallo Freunde, ich fange mit C4 an. Komm. Grüße euch. Erste Partie im Comptober und ich hoffe, ihr wisst Bescheid, ja? Comptober, die Mischung aus Kommentare und Oktober. Also ran an die Tastatur, Kommentare schreiben. So, was ist denn hier los? Das ist natürlich ein extrem seltenes und unbekanntes Gambit. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Und das heißt schon was. Aber ich tippe mal, dass es so extrem unbekannt ist, würde ich eher tippen, dass es nicht gut ist. Nichtsdestotrotz, ich gehe den pragmatischen Weg, indem ich hier mit D2, D4 spiele und wenn er schlägt, bin ich wieder in meinem Repertoire drin und das ist natürlich vom Wohlfühlfaktor erstens für mich gut und zweitens, naja, wenn der Gegner eben entsprechend ja nicht in seine Stellungen kommt, ne, in seine Gambit-Stellungen, ja, auch super. So, jetzt bin ich dabei, mich zu entwickeln, das heißt, jetzt kann ich mir tatsächlich schon langsam anfangen zu überlegen, ob ich hier nicht rausnehme. Weil wenn er dann nimmt, spiele ich D5. Und dann kann er nicht Springer B4 spielen, wegen dem alten Indianertrick Dame A4. Und dann ist Schach und der Springer weg. Und ja, dann habe ich hier diesen Raumvorteil. Ja? Dann kann ich E4 hinterher spielen und mit Tempo mich entwickeln und so weiter. Ich glaube, jetzt so ganz allmählich drohe ich in Anführungsstrichen wirklich den zu schlagen. So, Jurda 2058 ist übrigens unser Gegner. Wollte ich nicht verschweigen. Läufer G4. Okay. Verhindert natürlich E4 Geschichten. Aber, wie gesagt, ich glaube, jetzt nehme ich diesen Bauern tatsächlich an. Fünf Farbe. Der geht nicht. Das heißt, der Springer muss entweder zurück, was ja auch nicht im Sinne des Gambits ist, quasi, ne, zurückentwickeln. Springer dahin, ja, kriege ich die nächste Puppe mit Tempo raus, ja, und dann geht Springer C4 immer noch nicht wegen Dame A4. Schach und weg. Ich kriege jede Menge Tempi für meine Entwicklung. Kriege also das, was eigentlich Schwarz haben will. Grundsätzlich gefällt mir das. Natürlich noch nicht aller Tage Abend, das ist klar. So, wenn er jetzt hier zurückgeht. Ja, gut, muss ich auch zurück. Naja, was heißt muss? Aber macht schon Sinn. Dame B6 habe ich die Optionen. Könnte Dame A4 Schach geben und einen Zug wie Läufer zurückziehen, mehr oder weniger provozieren und erzwingen. Und dann gleich zurückgehen, ja, nach B3, nach C2, wohin auch immer, weil ich dann ja aus dieser Fesselung jetzt hier raus bin, aus dieser, und dann, wenn die Dame da steht, habe ich halt den nächsten den, dann kriege ich das Tempo hier. Ne, das habe ich ja nicht mehr. Der Läufer steht ja da. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, der kann nicht so schlecht sein. Entwicklungsdruck. Wenn er hier anfängt mit H5 Ideen, ja, dann kann ich auch immer noch F3 spielen. Mit Tempo auf den hier. Und auf H4 habe ich dann das Rückzugsfeld F2. Dann steht er hier auch sehr, sehr gut. Also daran wird es auch nicht scheitern.
Was die Hauptidee von Dame B6 natürlich, ja, ich glaube nicht, dieses Schlagen hier, vielleicht sogar lange Rochade, ja, um Druck auf den D5 zu machen, aber das sieht alles, ich glaube, dann ist der schwarze König hier, ne, mit diesem Läufer hier, das schreit ja schon halb nach Bodensmatt. Das kann sicherlich auch nicht der Sinn des Erfinders sein. Okay, er macht's. Also den zumindest. Ich denke, dass der nicht schlecht ist, ja. Ein Zug, dass die gegnerischen Figuren zurück müssen. Sieht ja auf den ersten Blick gut aus, ne? Und dann kann ich mir überlegen. Nach B3, nach C2. Ja, überlege ich mir noch. Auf jeden Fall komme ich danach zu E4 und droht schon E5. Ja. Komm, erstmal die natürlichen Züge machen. Alle anderen Züge gehen, Springer D7 gehen halt nicht, weil der hängt. Aber da muss ich gucken. Dann geht der. Naja, ein bisschen theoretisch. So, wo gehen wir hin? Dame B3 gefällt mir grundsätzlich gut, insofern. Wenn ich die Dame getauscht bekomme, ist natürlich ein ganz wichtiger dynamischer Faktor des Gegners weg. Vielleicht ist es nicht der objektiv beste. Aber ohne Dame macht dem Gegner vielleicht das Schachspielen nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja? So ein Gambit. Da will man die Dame auf dem Brett haben. Andererseits, ja, kann ich hier hingehen. Ups. Den wollte ich nach E4 spielen. Vielleicht kriege ich hier mal ein Tempo zurück auf die Dame. Das ist natürlich alles sehr theoretisch. So im Benoni-Style. Ich glaube, ich versuche mal die Dame zu tauschen. Und ich frage mal meinen Gegner, ob er das möchte. Wenn er schlägt, dann kriege ich sogar noch die A-Linie. Okay, er ist ja sehr schmerzfrei. Hauptsache schnell spielen. Okay. E4 einfach, den normalsten Zug der Welt in Anführungsstrichen. Wenn dann Läufer B4 kommt, nehme ich hier zwischen, er spielt den, dann kriege ich ein Tempo raus. Und dann kann ich wahrscheinlich mit Springer E2 auch problemlos mich entwickeln, ja? Also zum Beispiel erst F3 den hier decken, dann mit Springer E2 weiterspielen. Und selbst wenn er hier einen Bauern zurückbekommt, ich habe
Sieht vernünftig aus. Und er macht natürlich jetzt schnelle Entwicklung und versucht irgendwie, ja, den Bauern zurückzugewinnen, oder ich weiß es nicht, aber hört mich das? Jetzt nochmal hypothetisch angenommen, ich schlage hier und dann spiele ich einfach nur E3. Einfach nur so. Und dann schlägt er meinen Bauern und dann gebe ich hier einen Schach. So, und wenn er hier dahin muss, dann habe ich ja schon die Fesselung hier. Ideen. Springer raus. Ja, dann. Ich glaub, ich gebe den Bauern zurück. Soll er doch den Bauern zurückgewinnen, glücklich werden. Interessiert mich doch überhaupt nicht. So. Aus mit den Puppen. Schönes Schach spielen hier. Figuren raus. Und alles wird gut. Ja, ich hätte gerne E4 gespielt, aber sah mir zu kompliziert aus, dass ich, dass der D5 vielleicht doch mal in eine Schwäche wird und dann der B3 zusätzlich noch als Schwäche dasteht. Das war mir jetzt zu viel, um das jetzt genau einschätzen zu können. Also Variantenberechnen ist ja sowieso nicht meine ganz, ganz große Stärke. Aber dann jetzt auch diese Einschätzung hatte ich kein gutes Gefühl bei. So, wenn ich jetzt zum Beispiel so Geschichten wie A3, jetzt nur als Beispiel, wenn die jetzt kämen, ich kann ja trotzdem noch dieses Schach geben, ja, weil der Turm ungedeckt ist. Und danach kann ich immer noch, von wo auch immer, den Läufer nach C4 spielen, meinen B3 decken. Ja. Okay, Ja, ich entwickle mal meine Figuren, ne? Das macht Sinn. Er wird jetzt hier so spielen. Ich mache Springer E2, dann decke ich den hier schon mal vorsorglich ein bisschen. Und er wird vielleicht mit Springer E4 hier vielleicht mal ein Läuferpaar bekommen. Ja, dann ist es so, ja? Ah, das ist er. Will er noch nicht mal. Okay. Will er noch nicht mal. So, Springer E2. Moment, jetzt kann ich ja vielleicht sogar noch überlegen, ob ich nicht den spiele. Aber ich kann auch einfach den spielen, ja. Und wenn er rochiert, mache ich Springer D4. Was den hier angreift, respektive den hier entwurzelt, ja, und den auch an. Den sieht auch sehr, sehr natürlich aus. Und vor allem, ich mache zur Abwechslung mal einen schnellen Zug. Komm. Ansonsten gehe ich jetzt gleich hier, ja, dann habe ich den und den. Vielleicht sogar mit Tempo. Wenn er den schlägt, das ist mir wirklich völlig egal. Ja, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich den König hier in der Mitte halte, dafür das Läuferpaar abgebe. Wahrscheinlich würde ich Springer hier hin spielen, Tempo auf den bekommen. Da muss der Läufer hier hin, dann rochiere ich. Ah, er schlägt den gar nicht, das ist er. Dann gehen wir dahin. Jetzt decke ich den. Ich greife den vor allem an, was den bedroht quasi. Ja, C5 wäre natürlich jetzt so ein Zug, ja, um hier mal was anzugreifen. Aber dann schlage ich halt auf E6. Ja, wenn der Springer schlägt, ist der B3 nicht mehr angegriffen. Und wenn er so schlägt, ich Läufer C4 spielen, ja, den B3 decken, den E6 angreifen und danach rochieren.
Ja, solche Aktionen ja auch noch. Ja, vielleicht etwas zu langsam gespielt, aber das kennen wir schon. Aber mit der Stellung bin ich nicht unzufrieden. Bin mit der Stellung nicht unzufrieden. So, er könnte jetzt auch A6 spielen. Dann darf ich nicht Springer E6 spielen wegen A schlecht B. Und dann würde nämlich hier mein Turm hängen. Und der hier auch noch. Naja, gut, ich könnte immer noch rochieren, ne? Weil wenn er den schlägt, dann hängt der die. Ne, der hängt ja gar nicht mehr. Das ist ja deswegen, wollte ich gerade sagen. Okay, den, ja. Nehmen wir uns erstmal hier den Läuferpaar. Kann so schlecht nicht sein. Okay, er möchte die Bauernstruktur in Ordnung halten. Das kann man nachvollziehen. Ja, jetzt macht die Rochade zumindest erstmal Sinn, oder? Oh. Wenn jetzt wieder der kommt, Läufer C4, A6 mit der Idee B5, dann Springer A4. B5 habe ich. Springer C5. Der A6 hängt, dachte ich, ja, dass er Druck schlagen muss. Okay, er fängt so rum an und aufs Gleiche raus wahrscheinlich. Habe ich aber auch Springer D5 habe ich ja auch noch, weil der hier auch noch hängt. Ja, ich habe einen Bauern mehr und die Läuferpaar und die etwas bessere Struktur, zum Beispiel nach Läufer E6, F mal E. Selbst wenn der B3 fällt, naja, gut, dann ist es so. Ihr seht, wie ich versuche, möglichst wenig Varianten berechnen zu müssen, nur auf Bauernstruktur spiele. Ne? Das ist natürlich. Ah. Vielleicht zu eindimensional. Aber im Grunde, im Schnitt, auf Dauer, seht ihr, fahre ich damit gut. Ne? Von daher. Der Springer hier ist dominiert von meinem Läufer. Da wollte ich hin. So. Okay, er lässt diese Schwächung zu. Okay, aber jetzt wird's kritisch, oder? Mal gucken, wenn ich jetzt den Springer hier hinstelle und wenn er den Läufer wegzöge. Dann hätte ich Springer B6, dann jetzt hat der Turm nur noch ein Feld und dann spiele ich Turm hier hin. Tausche den Turm und dann drohe ich vor allem, ja, hier auf überall reinzukommen. Springer C8 Motive, Läufer B8 Motive. Der sieht zumindest auf den ersten Blick gut aus.
Oder mich einfach entgegenstellen und sagen, passiert da nichts. Ja, B5 ist keine Drohung. Dann nehme ich hier raus, nehme ich da raus und hängt irgendwann, früher oder später, der A6 Bauer. Kriege ich ein Tempo. Ich muss natürlich Luftloch machen. Ja, ich über den Turm auch in der Mitte. Das so schlecht kann es nicht sein. Ne? Nicht, dass er hier irgendwann mal reinkommt in irgendwelchen Varianten, was ich gar nicht will. So, wo ist denn jetzt mein Luftloch? Wahrscheinlich spiele ich F3, damit mein König sich hier potenziell schon mal irgendwann fürs Endspiel annähern kann und wird. Ja, dann kann ich mit E4 noch Zentrum kontrollieren. Im Zweifelsfalle spiele ich aber auch Läufer F2 auf das Schach, ja, und dann kommt der König schon ran in irgendeiner Form. Das darf ich nicht zu früh machen. Vielleicht ist F3 auch gar nicht gut, dass der hier schwach wird. Wie gerade in Verbindung mit solchen Zügen und so. Ne? Weil wenn ich mit F3, E4 operiere, kriegt er halt dieses Feld. Ne? Dann muss ich doch den Läufer vorher abgeben. Okay, will er nicht. Okay, jetzt wird es aber spannend, denn jetzt habe ich ja wieder den hier. Oh, ich. Jetzt wird es spannend tatsächlich. Muss ich gleich mal eine Variante berechnen. Wenn er nämlich B5 spielt, ob ich dann hier zurückgehen kann, den abgebe. Den schlage. Dann habe ich schon mal zwei Figuren für einen Turm gewonnen. Der A6 hängt auch noch. Mein Grundlinienmatt ist zumindest temporär durch den Läufer F1 geschützt. Dann habe ich Läuferpaar. Er deckt den. Okay. Wie auch eine Option, aber ich glaube, die ist nicht gut. Die verliert, aber die verliert gar nicht. Muss er hier zwischentauschen? Ich schlage, dann kann der Turm irgendwo hin, hier hin. So, und dann kann ich doch mal gucken. Kann ich mich denn dann nicht irgendwie irgendwo verbessern? Luftloch und so. Ja, das gucken wir dann alles später. Den machen wir erstmal. So machen wir es. Er kann den Turm halt nicht wegziehen, ja. Hier geht nicht, weil dann hängt der Turm. Hier hat er kein Feld auf der Grundreihe. Er muss also quasi jetzt hier schlagen. So, jetzt dachte ich, könnte ich den spielen, Springer D7, mit Angriff auf den hier vielleicht. Ja? Die Hauptidee ist aber auf Springer D7, wenn er schlägt, dann komme ich mit dem Turm und dann habe ich Doppelangriff auf der siebten Reihe gegen zwei Bauern. Um E7, um E8, Springer F8. Ah, da ist er aber.
Da ist er aber am Zittern, oder? Das soll er sich doch angucken. Und Turm D8 geht halt nicht wegen Springer F6 und dann hängt der Turm D8. Okay, etwas schneller spielen. Den können wir machen. So, ihr merkt, ja, in Zeitnot werde ich immer etwas ruhiger. So, die. Oh, den. Ah, der ist natürlich auch nett. Den habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Dämmel. Der ist ein guter Zug, ja. Muss ich mein Läuferpaar retten, ne? Am besten dahin, damit Turm D8 nicht geht. Und auf Turm C8 habe ich Springer B6 wieder. Bei denen nicht. Obwohl, nee, dann kann er vielleicht schlagen. Könnte ein guter Zug sein, hier sein Springer E4. Gefällt mir schon gar nicht. Und der Springer im Zweifelsfall auch wieder hier irgendwie ins Spiel. Ne? Ah, doof. Leider ist auch hier nie so ein richtiges Grundlinienmatt vorhanden. Aber er ist ja Gott sei Dank auch nicht so wahnsinnig schnell. Schon mal gut. So, er will mein Läuferpaar. Was ein Schlingel. Geben wir ihm das oder spiele ich den? Den Springer so ein bisschen dominieren. Den hier, boah, aber alle Figuren auf der siebten Reihe, das kann ja nicht gut enden, oder? Da haben wir es schon. Jetzt sehe ich ihn auch. Ah, was habe ich gemacht? Ah, jetzt habe ich auch noch Zeit. Oh. Okay, dann war wieder so sinnlos. Also ich würde mal tippen, dass hier zwei Züge vorher hier plus drei oder so. Ja, wir schauen mal. Zack. Analyse-Szene. Jawohl. So. Diese Eröffnung, dieses Gambit gibt es. Fragezeichen. Wurde schon mal gespielt. Anglo-skandinavische Verteidigung, aber macht keinen Sinn, ne? Rechner zeigt auch direkt gut an. Alles, ja, sinnvoll macht es nicht. Aber mit D4 gehe ich ja jetzt auch kein Risiko ein. Slawische Abtauschvariante. Er will unbedingt einen Bauern opfern. Ich entwickle mich erst. Er will den Bauern opfern. Jetzt nehme ich ihn. Und jetzt habe ich einfach eine gute Stellung. D5, jawohl, den. So. Läufer F4 war schon nicht der optimale. Ui. Er will F4 spielen. Eieiei, das ist natürlich ganz wild. Ah, das sieht mir alles sehr, sehr. Ich meine, es geht, wenn man die Ruhe hat und keine Zeitnot hat und eine Engine ist und so weiter. Ja. Aber das macht natürlich keinen Sinn. So. Läufer F4 ist noch für einen Mensch alles völlig in Ordnung. Ich gehe zurück. Dame B6. Schach, er geht zurück. Okay, Dame B3.
alles noch völlig im grünen Bereich. Oh, E6. So, hier war die spannende Frage, soll ich E4 spielen? Und mein Gefühl sagte nein und Engine gibt mir recht. Das ist gut. Immer ein gutes Gefühl, wenn einem das Gefühl bestätigt wird. Wenn jetzt zum Beispiel so, so und so kommt, jetzt hängt er schon so ein bisschen durch. Ja? Läufer C4 muss ich immer mit D7, B5 Geschichten rechnen und so. War jetzt der Grund, warum ich es nicht gespielt habe. Deswegen habe ich hier einfach rausgenommen. E3, super, bester Zug, ja. Einfach mich schnell entwickeln. Schach geben. Figuren raus. Auch hier. Erst den. Ja, der war auch völlig in Ordnung. Den rausnehmen. Ja, ihr seht, ich habe einfach. Genau. Hier, König E2 ist auch noch eine Option. Ja, man keine Damen mehr auf dem Brett. Türme verbinden ist die gleiche Idee wie bei Rochade. Ja, wird sich nicht viel tun. Deswegen habe ich die Partie nicht verloren. A6, Läufer C4. Ja, hier hatte ich ja den hier im Auge, ne? Aber ja, Turm AD1, FD1, alles ungefähr gleich. Guter Zug. Zack. Und jetzt Springer dahin. Genau. Und jetzt, ich muss gut stehen. Jetzt hätte man wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo mit Variantenberechnung anfangen müssen. Läufer C7. Bei genauer Betrachtung gefällt mir der sehr gut, weil ich ja hier Optionen auf Gabeln und so habe. Und, achso, hier ist, Läufer B5 ist der sogar schon weg. Also muss er hier hin. Dann habe ich den. Und das ist auch der nächste Turm weg. Das sieht mit dem Läuferpaar und. Und dann kann ich den schlagen. Ach so, der will gar nicht dahin. Der will dahin. Der ist natürlich schlau. Greife ich den Turm an und auf den kommt wieder der hier, weil dann der hier hängt. Sehr gut. Ja, wie auch immer. Also hier hätte ich jetzt wahrscheinlich mal einmal reingucken sollen nach Springer D5 A5. Ne? Wie lange habe ich jetzt gebraucht für den Zug? 30 Sekunden. Ich habe Läufer C7 nicht gesehen. Okay, das ist natürlich mal wieder ein Mangel an taktischen Fähigkeiten. Der war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch noch nicht der beste. Ja, die 7 ist tatsächlich ungenau. Und dann habe ich den tatsächlich. Jetzt wird es langsam dünn, ne? Ich muss gucken, dass mein Turm hier mal gedeckt bleibt oder wird oder wie auch immer. So richtig klar ist es nicht. Also für eine Engine ist es Vorteil, aber ihr habt ja gesehen. Jetzt ist diese Linie unterbrochen. Ein Läuferpaar wollte ich nicht ihm hergeben. Vielleicht ist der hier besser. Auch nicht wirklich, ne? Ja, ihr seht, ein bisschen unkoordiniert meine Figuren. Und der stellt tatsächlich einfach nur einzelne Figur ein. Der Witzka. Wie schlecht ist das denn? Das ist aber auch immer traurig, ne? Wenn man macht einen Fehler in der ganzen Partie. Also man das Partie halt über die Engine hier als Ungenauigkeiten, ja, das sind ja nicht so entscheidend. Ein Fehler, okay, wo habe ich den gehabt? Dieses Springer D7 war ein Fehler, weil es so, ja, passt einfach nicht rein. Ne? Und ansonsten, ein Fehler, also ein Blunder, und der kostet direkt eine Figur. Und der Gegner steht wie ein Sack Muscheln und der eine Zug. Oh, das,
wenn ich wenigstens nur meinen Vorteil wegwerfen würde, ja, und immer noch das Unentschieden hätte. Aber nein, ich muss ja direkt eine Figur einstellen und alles damit einstellen und überhaupt keine Koordination, nichts mehr haben hier. Grummel, Grummel, Grummel. Wie geht ihr mit so Sachen um? Ärgert ihr euch da zu lange oder ständig oder ja, wie auch immer? Optimaler Zeitpunkt für den Comptober, eure Kommentare in die Kommentare reinzuschreiben und genau. Und dann hoffe ich mal, dass es beim nächsten Mal wieder besser wird. In dem Sinne, bis morgen.